willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist ein 100 Fragen über mich. Ich habe hier im Internet etwas gefunden, wo Fragen gestellt werden. Und ich werde jetzt alle nach und nach beantworten. Wir fangen mit der ersten Frage an. Und das ist dein Name. Mein Name ist Michael Thomas. Geschwister, ja, habe ich. Ich habe einen Halbbruder, der ist 4 Jahre älter. Der ist jetzt 36. Wo ist dein Geburtsort? Ich bin geborener Aachener. Was trägst du gerade? Kurze Hose und ein Shirt. Welches Lied hörst du gerade oder was war das letzte, das du gehört hast? Oh Gottes Willen. Das ist Techno halt, so ein Techno-Remix, übertrieben eine Stunde lang. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Heute früh. Was liegt direkt neben dir? Boah, das ist viel. Mein Handy, meine Schlüssel, mein Trinken, mein Pinsel, mein sehr altes Handy, mein neues Handy. Was sind die letzten 4 Ziffern deiner Telefonnummer? Ich muss gerade überlegen. Also ich muss sagen, ich bin alte Schule, also ich finde sowas wie einen Spaziergang durch den Wald oder am Meer, am See, finde ich richtig romantisch und schön. Bist du gerade verliebt? Nein, bin ich nicht. Was willst du mal loswerden? Arbeiten macht keinen Spaß, aber man muss es tun. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, hatte ich. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Kino. Oh Gottes Willen. Ich glaube, der letzte Film, den ich im Kino geguckt habe, war Deadpool 1. Ist schon ein bisschen länger her. So, kommen wir zu der nächsten Frage. Dein zuletzt zu Hause gesehener Film. Was habe ich denn letztens geschaut? Ich gucke halt nicht sehr viel Fernsehen, deswegen. Da muss ich passen. Ich weiß es echt nicht. Ich habe schon lange keinen Fernseher mehr geguckt. Was hast du zuletzt gegessen? Oh, was ich zuletzt gegessen habe, habe ich gestern gegessen, nämlich so ein Feta-Käse überbacken mit Mozzarella. Lecker. Wenn du Kreide wärst, welche Farbe hättest du dann? Wenn du Kreide wärst, welche Farbe hättest du dann? Achso. Rot. Was ist der seltsamste Name, den du je gehört hast? Slayman. Das ist so ein YouTuber. Slayman oder Slaymon. Ich dachte immer, er heißt Simon, aber das ist Slaymon oder sowas. Müsst ihr mal googeln. Letztes Buch, das du gelesen hast. Alter, das ist lange her. Das war 2003. Das war Ken Follett, Die Säulen der Erde. Das liegt richtig lange her. Hast du eine Lavalampe? Nein. Wenn du einen Tag die Welt regieren könntest, was würdest du denn ändern? Oh, da wäre vieles dabei. Aber die Hauptveränderung wäre, ich würde alle Waffen vernichten. Ich würde Arm und Reich abschaffen. Das heißt, es würde alles sozusagen, alle hätten das, was sie brauchen. Ressourcenaufteilung. Und es gibt dann halt keine Schichten mehr von reich bis gar nichts mehr. Das wären die einzigen und ich glaube, das wären die Veränderungen, die die Welt in Ordnung bringen würden. Eigentlich denke ich mir, aber okay.
anderes Thema. Lieblingsurlaubsland. Ja, ich bin aus Polen. Ich mag nach Polen reisen, ans Meer, an die Ostsee. Ist perfekt, finde ich mega. Mein Ziel wäre so Thailand, Amerika und was noch? Also China würde mich auch noch interessieren. Das wären so die drei Länder, die mich interessieren. Thailand, China und Amerika. Was ist dein Lieblingsspruch? Merkst du was? Hast du ein Handy? Ja, na klar. Wie ist das Wetter gerade? Leute, es ist verdammt scheiße heiß. Was hast du die letzte Nacht gemacht? Ein ASMR-Video. Habe ich gemacht. Und geschlafen natürlich. Irgendwann. Deine Lieblingsfilme. Oh, da kommen wir jetzt. Oh, Rocky. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich alle Rambo-Teile. Alle Expendables-Teile. Deadpool. Avengers. Also, such euch was aus. Letzte Person, mit der du telefoniert hast. Mein besten Kumpel Timo. Auf was freust du dich als nächstes? Auf meinen Urlaub. Ja, Urlaub ist Beste. Was isst du am liebsten? Chinesisch. Mega chinesisch. Also China essen. Ich esse gerne Obst, Gemüse. Also eher so. Ich stehe extrem auf Brokkoli. Auf Hähnchen. Und ja, so Apfel, Bananen und sowas halt. Obst halt. Was hast du als Bildschirmhintergrund? Weiß. Damit mein Gesicht besser beleuchtet wird. Ich habe nämlich noch keine Softbox. Was findest du am reizendsten am anderen Geschlecht? Was mag wohl ein Mann? Ja, natürlich Gesicht. Ich mag Augen. Und natürlich Brüste und Po. Na, ist klar. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja, gibt's bestimmt. Also, nicht vielleicht gleich verliebt sein, aber so dieses Verknalltsein und hingezogen fühlen. Ich glaube, dass, ja, das ist möglich. Wie viele Kinder willst du mal haben? Da ich schon eine Tochter habe, würde ich trotzdem gerne noch, wenn es dazu kommt, zwei Kinder noch haben. Also insgesamt drei. Also mit meiner jetzigen Tochter noch zwei, würde ich gerne haben. Wie viele Jungs, Mädchen am besten? Also ich habe eine Tochter und ich würde, glaube ich, tendieren auf jetzt erst einen Sohn und dann eine Tochter. Aber man kann das ja leider nicht entscheiden. Was isst du zum Frühstück? Magerquark mit Haferflocken und Obst. Wer sind deine besten Online-Freunde? Ja, mit meinen Kumpels halt. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? Boah, alles. Aber mit, nee, das nicht. The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Alles eigentlich, also fast alles. Wer war die letzte Person, mit der du geredet hast? Mein Mitarbeiter. Glaubst du an den Himmel? Nein. Was ist die beste CD, die du hast? Ich habe keine. Hatte ich nie, will ich nie haben. Was ist die peinliche CD? Ich habe keine. Wer ist die lustige Person, die du kennst? Mein Mitarbeiter Timo. Oder mein bester, also mein Kumpel Timo. Wer ist der Kult? Wer ist die coolste Person, die du kennst? Ich. Wer ist die bestaussehende Person, die du kennst? Oh, da gibt es schon ein paar, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, meine beste Freundin, würde ich sagen. Glaubst du an Wunder? Ein bisschen. Ein bisschen. Mit wie viel Kissen schläfst du? Drei. Was ist das schlimmste Gefühl? Trauer. Allein sein.
Films das gibt. Was ist das schönste Gefühl? Spaß haben, Freude, Lachen. Wie müsste deine Traumfrau sein oder aussehen? Ich bin nicht so der Aussehen-Typ, aber ich brauche Humor, viel Verständnis, Intelligenz und ansonsten Aussehen, ja ganz normal, sportlich halt. Was ist dein Lieblingssport? Schwimmen, Radfahren, Laufen, Basketball, Fußball. Gibt vieles. Was ist das Erste, das du bei folgenden Wörtern denkst? Babys, Schreien, Schule, endlich vorbei. McDonald's, nicht mein Ding. Shopping, ab und zu ist es cool. Musik, brauche ich unbedingt. Winter, muss ich nicht haben. Tag, oh, zu hell. Nacht, zu dunkel. So, dein Lieblingszitat. Oh. Ich habe ein Zitat, ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist, aber es ist mein Motto, sag ich mal, oder mein Lebenssatz, den ich gerne sage. Und das ist ein Mann beglückt nur eine Frau in seinem Leben. Oder sollte nur eine Frau in seinem Leben beglücken. Und das ist seine Freundin. So, was ist das Wichtigste für dich im Leben? Gesund sein, gesunde Familie, gesunde Freunde und Freude am Leben haben. So, ich habe glaube ich irgendwas okay. Wer ist die erste Person, in die du verliebt warst? Meine erste Person war meine große Liebe und das war eine Jenny. Ist schon lange her. Was unter deinem Bett? Nix. Freiraum. Das Coolste, das du gesehen hast. Die Mondfinsternis. Hast du schon mal mit einem Mädchen in einem Bett geschlafen? Ja. Dein Lieblingsschulfach? Mathematik, Sport und Physik. Hast du zurzeit eine Freundin? Nein, habe ich nicht. Deine Lieblingstiere? Katzen, Hunde, alles. Ja, ich habe keine Haustiere. Deine Lieblingsklamottenmarke? Scheiße ich drauf. Mädels mit langen oder kurzen Haaren? Natürlich mit langen Haaren. Mädels mit kurzen Haaren? Geht gar nicht. Auf wie viele Konzerten warst du schon? Auf gar keinen, leider. Ich war nur einmal auf dem Energy in the Park, aber das ist ja kein Konzert. Warst du schon mal im Krankenhaus? Ja, aber sehr, sehr lange her. Da hatte ich hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe hier so eine Art, sieht man das? Ich glaube, da dieses helle, da hatte ich eine Narbe. Als ich 5 war, habe ich mir den Kopf aufgeschlagen, aber ordentlich. Da war halt ein Loch dann. Okay, jetzt habe ich auch die nächste Frage beantwortet. Wenn ja, warum? Dein Lieblingsgetränk? Kaffee, Wasser, Tee. Dein Traumberuf? Eigentlich wäre es Programmierer, Designer, Game-Entwickler, sowas hier in der Art. Von wem hast du die crazieste Mail bekommen? Noch von keinem. Wie spät ist es gerade? 17:45. Welchen Promi würdest du gerne mal kennenlernen? Oder gibt es viele? Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Mir fällt dieser Name nicht ein. Jason Statham. Jackie Chan. Ja, viele von damals sogar noch. Bud Spencer, aber die leben ja leider nicht mehr. Das schönste Wort im Lexikon. Keine Ahnung. Hast du dir schon mal die Haare gefärbt oder getönt? Nein. Wenn ja, in welcher Farbe? Nein. Deine Lieblingsseite im Netz. YouTube. Dein Lieblingsauto? Natürlich, was ich gerade fahre. Mazda 323 FBA. 1998, 1,5er Motor, 88 kW. 99 PS. Dein Lieblingsauto? Bist du stur? Nee, eigentlich nicht. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Ja, eigentlich schon. Es könnte aber besser sein. Wie war dein erster Kuss? Feucht. Komisch. Dein Lieblingsmessenger? Also früher war es ICQ und MSN, natürlich ist klar. Heute ist es WhatsApp.
bevorzugte Haarfarbe. Ich liebe blond, aber. Also ich bevorzuge blond, aber brunett geht auch noch klar. Und rot auch. Bevorzugte Augenfarbe. Ich liebe blaue Augen. Aber ich kann mich auch noch überzeugen von anderen Farben. Wohin willst du denn Flitterwochen fahren? Keine Ahnung. Ich habe dich mal vor zu heiraten eigentlich. Warum machst du den Scheiß hier mit? Das frage ich mich gerade auch. Wenn du die Möglichkeit hättest, dich einfrieren zu lassen und nach 1000 Jahren wieder auftauchen zu lassen, was würdest du das tun? Ja klar. Sofort. Wenn du deinen eigenen Fernsehsender hättest, was würde drauf laufen? Viel Musik, viel Quatschen und auf jeden Fall keine Werbung. Rauchst du ab und zu, nimmst Drogen? Nein. Wie findest du Talkshows? Früher waren sie mega geil. Jetzt gibt's ja keine mehr. Wie alt warst du bei deiner ersten Alkoholvergiftung? Ich hatte noch nie eine. Und bin ich auch froh darüber. Wieso trinkst du Alkohol? Weil es mir schmeckt und in der Gesellschaft angenehm ist. Was war dein schönster Traum? Soll ich sowas erzählen? Dass ich mit meiner besten Freundin zusammen war. Hast du am meisten Angst? Wo habe ich. Naja, sowas, was jeder eigentlich so unangesprochen Angst hat, das ist der Tod. Von den Menschen, die ich liebe und die mir sehr wichtig sind. Also da habe ich am meisten Angst davor. Und natürlich vom eigenen auch. Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Meine beste Freundin. Eine Musikbox und Handy mit ganz, ganz viel Akku, damit wir Musik hören können. So, sag etwas zu den Personen, die das lesen. Also eher so für die, die das hören. Ich hoffe, dass diese Fragen euch gefallen haben und dass dieses Video euch auch so ein bisschen gefallen hat. Es war jetzt ein bisschen, denke ich mal, Privates über mich. Und ich hoffe, dass euch es Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Tag. Kommt drauf an, wann ihr das Video seht. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.